Ja, Tag Leute und herzlich willkommen. Ja, ich bin wieder on Tour, endlich mal schon lange nicht mehr weg gewesen, beziehungsweise außerhalb meiner vier Wände geschraubt. Und was haben wir hier? Licht kommt gleich erst. Ich habe jetzt nur die Funzel hier von der Kamera. Schaut euch das an. Wir haben den T4. Da habt ihr schon öfter nachgefragt. Und zwar, als erstes einmal, schon wieder kaputt. Da gibt es einen Trick, um den zu öffnen. So funktioniert es. Ja, was haben wir hier? Also, Problem ist hier, dass die Lenkung, das schließt da wieder, oh, hat mich eingeschlossen. Ich komme aber raus. Problem ist hier, die Lenkung steht schief, weil er irgendwo gegengekommen ist. Man kann so am Fahrwerk nichts erkennen. Und ich habe ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Und zwar wechseln wir heute die Spurstange und bei Gelegenheit, wo wir schon mal hier sind, auch das Schloss, denn das ist ziemlich nervig, um ja, immer wieder sich abschließen zu lassen, weil das Schloss kaputt ist. Also diese Billigdinger funktionieren einfach nicht, müssen jedes Jahr einfach ausgetauscht werden. Und ich warte jetzt noch auf den Wagenheber, auf ein bisschen Licht, und ich zeige euch aber schon mal die Situation, was hier eigentlich los ist. So, also, Licht haben wir uns klar gemacht. So eine Laserlampe, Laserschwertlampe. Auf jeden Fall haben wir uns mit Sachen eingedeckt. Und zwar an dieser Stelle heute, Leute, kein Product Placement, aber trotzdem, die Sachen sind nun mal da, deshalb einmal die Werbung. Spurstange mit Spurstangenkopf. Hier noch einmal so ein Schloss bzw. Zentralverriegelungsmotor. Ich hoffe natürlich, dass dieser diesmal vielleicht mal 7 Monate halten wird und nicht nur 6. Und natürlich so ein Spurstangenwerkzeug. Das ist was richtig Cooles. Das erleichtert uns die Arbeit ordentlich. Und zwar Spurstangenwerkzeug. Und damit kriegen wir die Spurstange ab, ohne das Auto auf die Bühne zu lassen, ohne irgendwie mit Zangen dran gehen zu müssen. Ganz einfache Kiste. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Grobe Funktionsbeschreibung. Ein Hohlrohr. Hier machen wir uns unser Werkzeug drauf. Und da drinnen sind so Räder, die das Axialgelenk später blockieren, und dann können wir es rausschrauben. Also Praxistest gibt es gleich. Zum Auto selber. Also wir haben hier das Problem, das Rad, wenn ihr das auf der Kamera vielleicht erkennen könnt, hinten das Hinterrad, das guckt hier nach links. Also ziemlich stark, aber man kann es schon richtig gut erkennen. Das Rad guckt nach rechts, meine ich. Genau. Es guckt nach rechts, und dieses Rad hier, das steht fast gerade, ne, zur Hinterachse. Also wenn man sich das jetzt so anschaut, fast gerade zur Hinterachse. Also um jetzt mit dem Auto geradeaus zu fahren, müssen wir ganz einfach nach rechts, nach links lenken. Das Lenkrad steht also nach links, und ich vermute ganz einfach, dass wir hier als erstes mit der Spurstange anfangen sollten. Bevor wir anfangen, so einen Achsschenkel zu wechseln, Stoßdämpfer und was weiß ich nicht, was alles, Querlenker oder so. Spurstange, das Einfachste. Vielleicht ist da ja was nicht in Ordnung. Und alt, ausgeschlagen ist sie auch noch. Deshalb macht es Sinn. Geil an dieser Sache ist, wir brauchen das Auto nicht hochlassen. Ich zeige euch gleich mal was. Berühmter Trick wieder. Zack! Beste Diebstahlsicherung. Dieb kommt hier nicht rein. Also, wir brauchen den Schlüssel. Und zwar kommt man da so gut an die Spurstange dran, dass wir den ja noch nicht mal aufbocken müssen. Wir drehen einfach das Lenkrad so. Oh. Voll Anschlag nach rechts. Ach so, ich wollte noch mal kurz nachhaken, weil viele von euch fragen sich, hey, wie läuft das Auto, wie geht's dem Auto eigentlich, wann machst du da mal wieder was, wann zerlegst du den Motor? Leute, ich zerleg nicht den Motor, aber ich wollte noch mal rückfragen, wie läuft denn das Auto, wie viele Kilometer hast du denn seitdem gemacht? Ach, keine Ahnung, weiß nicht. 2000, 3000, 4000, 5000, keine Ahnung. Gut, für alle, die es interessiert, aktueller Kilometerstand? 415.000 Kilometer.
Ich werde einfach selber mal gucken, wie viele Kilometer er hatte, als ich ihn bei mir hatte, oder? Ihr erinnert euch dran, schreibt es mir unten in die Kommentarbox, auch für die anderen. So, das Lenkrad haben wir eingeschlagen und ich habe einen Schlüssel drin gelassen, in der Zündung. Jetzt müssen wir einen zweiten holen, wenn es einen gibt. Verdammt. Also, wir haben hier den Vorteil, Leute. An die Spurstange kommen wir direkt hier dran und da machen wir die Manschette ab und können direkt abdrehen, beziehungsweise, oder obwohl, wir müssen trotzdem die Kontermutter hier loskriegen, damit wir das Werkzeug überhaupt durchbekommen. Sehr schön, Spurstange löst sich, gibt anscheinend hier so keine Probleme. Und jetzt machen wir mal den Kopf lose und dann können wir den Spurstangenkopf abdrehen bzw. abziehen. Aber das Ganze hier war jetzt ein bisschen aufwendig. Die waren nämlich bombenfest und ich habe jetzt einfach mal 10-mal rein, raus gedreht, bisschen Öl drauf gemacht und jetzt geht das Mütterchen auch wunderbar raus. Glück haben wir hier, dass der nämlich lose ist. So, und jetzt drehen wir den Spurstangenkopf ab und können gleich mit dem Werkzeug schön an die Spurstange dran, wenn wir die Manschette abgeklemmt haben. Ja, die müsste ich auch abkriegen. Damit das Werk, obwohl, vielleicht passt es ja. Wir schauen gleich mal. So, da hinten, das seht ihr, da ist ein Kabelbinder. So, den muss ich jetzt abkneifen. Das schaffe ich nicht mit Kamera und Zange da reinzugehen. Ja, also, der muss ab und dann kann ich die Manschette runternehmen. So, Manschette ist gelöst. Einfach nur nochmal abziehen. Hier, da ist der Kabelbinder. Den habe ich gar nicht abgekniffen gekriegt. Der ist mir zu tief drin. Einfach hier dran gezogen und ab ist die Manschette. Einmal ein Check, ob diese in Ordnung ist. Ja, ist schon so ein bisschen porös. Die sollte mitgetauscht werden. Ich weiß gar nicht, ob dann eine neue Manschette mit dabei ist. Die Mutter muss mit ab. Das Werkzeug passt nämlich nicht da drauf. So, und so funktioniert das nämlich mit dem Werkzeug. Aufsatz ist drauf. Ich schiebe das einfach auf die Spurstange. Und dafür nehme ich euch mal mit. Und wenn ich drehe, blockiert er jetzt. Verlängerung, Knarre und eine 32er Nuss brauchen wir, um da drauf zu kommen. Und wir können schön aus der Ferne, von hier aus, die Spurstange lösen. Fest ist sie. Und da haben wir die Spurstange, zack, im Rohr versteckt. Ja, wunderbar. Dann wollen wir mal die neue Spurstange auspacken. Ja, Spurstange und Spurstangenkopf, ne, also keine Manschette, gar nichts. Ja, wollen wir die mal reinwerfen. Ja, so Leute, gerade noch eine kleine Tour gemacht, ich musste nämlich Loctite abholen. Das Axialgelenk, die Spurstange, die wird nämlich reingeklebt, habe ich vergessen, weil ist halt on Tour, ne? Ihr könnt es hier sehen, also ohne Ende von diesen Loctite, da ist richtig viel da drauf. Und deshalb ganz wichtig, natürlich auch auf die neue Spurstange, muss was drauf. So, und dann wär's das auch schon. Können wir die neue reinschrauben. Total unspektakulär. Da kommt wieder unser Werkzeug zum Einsatz. Ab über die Spurstange.
So, draufgestülpt. Und wir können festziehen. Ich weiß gar nicht, was die kriegen. Ich glaube, die kriegen 70 Newton oder sowas. Ich habe natürlich, weil ich unterwegs bin, keinen Drehmomentschlüssel dabei. Und ach, ich sehe gerade, guck mal, wir hätten gar keine Nuss gebraucht. Wir können direkt die Knarre hier drauf stecken und festziehen. Und Werkzeug ist ab. Ja, jetzt sortieren wir das Ganze einfach nur wieder zusammen. Also einmal hier diese Gummitülle, das ist für die Lenkmanschette. Die muss einfach von hier bis da hin, die schiebe ich mal gerade drauf. Und jetzt noch die Manschette drüber stülpen. So bis hinten hin. Ja, wäre ein bisschen einfacher, wenn die Lenkung in die andere Richtung eingeschlagen wäre, dann kriegt man die einfacher drauf, aber... Ich versuche es mal so, wenn ich die gleich da drauf gekriegt habe und den Kabelbinder drauf habe, dann melde ich mich gleich nochmal wieder bei euch. So, alles klar, fertig Leute. Hier die Manschette, die ist drauf. Hinten befestigt mit einem Kabelbinder. War echt, also ich muss euch sagen, das war mega aufwendig. Ohne Bühne, ohne nichts. Hier die Hand da rein und irgendwie. Aber hat geklappt, sieht geil aus, funktioniert. Jetzt machen wir den Spurstangkopf drauf. Die Länge habe ich nicht ausgemessen, weil die Achse ja schief steht. Deshalb werden wir den erstmal so drauf schmeißen und gleich einmal schnell optisch, ja, wir werden uns anschauen, wie die Achse steht, und dann so grob einstellen. Zur Achsvermessung muss er sowieso und natürlich auch noch die komplette Achse checken, weil ich glaube, an der Spurstange lag es nicht. Die Spurstange, die alte. So, die haben wir hier. Also hier haben wir den alten Kopf. Der sieht mir so gebogen aus, wie er gebogen sein sollte. Die Spurstange selber, die ist gerade. Keine Banane. Also ich hätte jetzt erwartet, dass wir hier eine krumme Banane haben oder so. Aber ist nicht. Guck mal, die ist gerade. Ne? So heißt also, hier muss auf jeden Fall mal einer dran und schauen. Ich kann es leider nicht. Ich habe keine Bühne. Das war aus meiner Sicht so die günstigste Option. Ich weiß nicht, was das jetzt gekostet hat, 20 oder 30er, der komplette Satz hier. Das war so die günstigste Option, zu gucken, hey, liegt es vielleicht da dran? Ja, leider nicht, aber naja, weiter im Text. Wir lösen das Mütterchen, Kappe ab und der Kopf kann auf den Achsschenkel drauf. So, jetzt machen wir den Spurstangkopf mal gerade drauf und dafür wird das Lenkrad jetzt ein bisschen nach links gerichtet. So, ah, sieht gut aus, alles klar. Reicht. So, Spurstangkopf guckt raus und wir können die Mutter befestigen. So, der ist fest. Der ist noch lose hier, die Kontermutter. Und wir schauen uns jetzt mal die Achse an, ob wir die halbwegs gerade gestellt kriegen, damit das Lenkrad jetzt zumindest, wenn man jetzt in die Werkstatt fährt, um den Rest anzuschauen, damit wir ja, das Lenkrad zumindest gerade haben. Also, alles ist zusammengebaut und ich habe mal eben schnell so eine kleine optische Achsvermessung gemacht. Bedeutet, mit dem Auge einfach gucken, dass die Räder halbwegs gerade sind und ein bisschen Vorlauf haben. Ich habe jetzt keinen Faden da, so wie ich es immer mache, habe ich leider nicht. Aber ich würde es euch gerne so zeigen. Ist ja dunkel jetzt hier, ne? So, aber schaut euch das an. Also, wir haben hier das Vorderrad. Und wir müssen die Reifenkanten übereinander fluchten lassen und dann erst darf das Hinterrad verschwinden. Das sieht man nicht so gut auf der Kamera. Auf jeden Fall haben wir hier minimal Vorspur. So, und wann verschwindet das hintere Stück des Reifens? Zack, wir sind fast auf Null. Fast auf Null. Also wir müssen hier noch ein bisschen Vorspur kriegen. So, dass der Reifen halt ein bisschen Vorspur hat, ne? So, aber jetzt beim linken Rad, da wo ich gerade, hier haben wir ja gerade Spurstange gewechselt. Schaut euch das an, ne? Hier sieht man, steht total nach, ja, links.
Ja, und den müssen wir jetzt einfach nur noch mal ein bisschen gerade machen, ne? So, dass wir plus bisschen Vorspur haben und nicht so wie jetzt. Und da gehen wir an die Spurstange dran und drehen das Rad, beziehungsweise die Spurstange, machen wir jetzt ein bisschen kürzer, indem wir die Schraube drehen. Ja, und hier müssen wir jetzt einiges an Gewindegängen reindrehen. 13 passt nicht. So, Leute, wer hätte es gedacht? On Tour habe ich natürlich kein 15er Maulschlüssel. Deshalb muss hier jetzt die gute Knipex dran. Ja, und wir müssen erstmal damit einstellen. Aber die ist richtig geil. Guck mal, ohne Zähne, ohne nichts. Also daraus macht man so einen richtigen. Das ist ein richtiger Maulschlüssel. Ne? Verstellbar. Geil. Was hier nicht alles so rumliegt in der Garage. Mein Schnitt hat sich mitgedreht. Müssen wir natürlich zurückdrehen. Das ist blöd. Also, nach einem kurzen Sichtcheck, nach der ersten Einstellung, sieht schon besser aus, aber guckt immer noch zu weit nach vorne. Wir haben immer noch zu viel Vorlauf. Auf der linken Seite habe ich schon, auf der rechten Seite meine ich, habe ich schon geschaut. Da sieht es gut aus. Wir haben minimal Vorspur, aber hier müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist ganz einfach viel, viel zu viel. Na, ihr seht, was für eine riesen Vorspur wir haben, da gehen wir nochmal dran. So Leute, Achse ist fast eingestellt, beziehungsweise, wenn ich mir das hier anschaue, schaut mal selbst. Wir haben da hinten das Hinterrad und zack, jetzt versteckt sich das Hinterrad und wir haben einen kleinen Vorlauf. Genau das gleiche haben wir auf der rechten Seite. Schauen wir uns die Seite mal an. Rechts hinten das Rad und das Rad versteckt sich und jetzt die Hinterkante des Reifens, zack, minimalen Vorlauf. Leute, super, und wir gehen jetzt die Kontermutter festziehen. Tja, Leute, letzte Handgriffe und zwar, Lenkung, hätte ich jetzt gesagt, ist okay, keine Probefahrt gemacht, die einzige Fahrt, die das Auto macht, ist Richtung Werkstatt nochmal die Achse prüfen und wir machen jetzt aber noch trotzdem, weil das total nervig ist, dass die Tür ständig abschließt, ne? Und das müssen wir natürlich reparieren. Kommt also hier so ein, wobei, liegt das denn da dran? Das liegt gar nicht hier dran. Das muss an irgendeinem anderen liegen, der nicht arbeitet. Und zwar, irgendeiner gibt hier den Befehl, dass er wieder zumachen soll. Also, der funktioniert ja soweit. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Auf der Beifahrerseite. Funktioniert auch. Ja. Ach Leute, jetzt habe ich's. Schaut euch das an. Ist tatsächlich die Fahrerseite. Und zwar, das ist total witzig. So, hier haben wir den Türöffner. Und wenn ich den jetzt hochziehe und halte, ist alles in Ordnung, aber die Schwerkraft, ich lasse den jetzt mal los, der fällt runter. Da ist die Feder drin, die Feder scheint da drin kaputt zu sein. Das zieht ihn einfach von alleine runter, also das Gewicht, das Eigengewicht zieht ihn runter und er schließt alle anderen Türen wieder ab. Bedeutet, wir müssen hier wirklich dran. Dann ist er doch tatsächlich kaputt. Also ich habe mir jetzt gerade schon Sorgen gemacht, weil ich höre überall die Schlösser, überall alle Knöpfe funktionieren und dann sowas. So, und hier habe ich auch gerade noch mal so ein abgemacht und zwar den hier.
leiser. Ja, das zieht sich auf jeden Fall von alleine runter. Ja, da müssen wir einfach Ersatz jetzt hier, ne? Den vom Zubehör da rein. Ja, sieht doch ganz okay aus. So, und der hält auch, während der hier sich von alleine wieder reinzieht. Ne, und der hält da oben. Ja, schmeißen wir den mal rein. Motor ist drin. Wollen wir das direkt einmal antesten? Hier ist der Pin und geht zu. Geht auf. Passt es auch? Wunderbar. Ja, nach 3-4 Mal betätigen macht er schon noch komische Geräusche. Aber gut, sollte halten, will ich hoffen. Ah, und fertig, also. Tür geht auf, fällt mir von alleine zu. Test mal. Geht zu und öffnen. Bleibt offen. Schloss. Stellmotor für Zentralverriegelung war kaputt. Ist ein bekanntes Problem beim T4. Das wissen wir alle und muss natürlich gemacht werden. So, das wär's für heute. Sind wir fertig? Ich glaube, der kriegt noch einen Duft von mir. Hä? Machen wir noch einen Duft rein. Was denkt ihr? Grüner Apfel ist gut für ihn? Ich denke, das wird okay sein. Grüner Apfel. Reißen wir direkt auf. Wow, der ist so stark. Das wird richtig übel. Richtig übel. So, Schrauber certified. Und fertig, Leute. Ja, so sieht's aus. Fertig für heute. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Tour durch den Tag nach Feierabend. So ein bisschen Kumpel, so ein bisschen helfen. Ja, die Tour, die er jetzt noch machen muss, ist wirklich, also ich kann ihn ja noch nicht mal bei mir auf der Grube prüfen. Ich würde gerne auf der Achse schauen, was da ist. Muss er sich genau anschauen lassen, damit das alles auch Taco ist. Denn das Auto soll ja auch auf Reisen gehen. Ne? Das ist ein T4, der soll nicht hier in der Garage rumstehen, sondern auch wirklich ein bisschen rumfahren durch die Weltgeschichte. Dafür ist er gebaut. Ja, Leute, das war's in diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn es was Neues gibt. Somit sehen wir uns demnächst auf YouTube, Leute. Tschüss, euer Schrauber.